So, da folgt jetzt ein weiteres Video von mir. Hallo zusammen. Und natürlich geht es mal wieder um Artikel 13. Wie die letzten Tage ist auch jetzt wieder einiges passiert. Vor allem, ja, negativ gesehen. Der Herr Wölke hat ja heute seinen Twitter-Post rausgelassen. Wie gesagt, CDU bzw. Frau Merkel lassen sich von Uploadfiltern nicht abbringen. Gegensatz, sie sind dafür, sind für die Zensur, sind gegen die Meinungsfreiheit. Bei der Argumentation von Frau Merkel oder auch einigen anderen CDU-Mitgliedern hört man nur eines heraus. Hier steht definitiv, also man redet komplett aneinander vorbei. Ja, dass jeder YouTuber in der Hinsicht auch unter dieser Punkt Künstler und anderen Dingen fällt, ist denen scheißegal. Hier geht es einfach nur um wirklich Lobbyisten, die ihre Kohle sehen, bis zum geht nicht mehr. Kleine, wirklich, man kann, wie gesagt, mit Artikel 13 wird man als Kleiner gar nicht mehr groß werden können. Das wird kommen. Ja, die CDU macht jetzt schon Zensur. Es ist wunderbar, dass zum Beispiel wie die Süddeutsche Zeitung heute einen wunderbaren Bericht, die ebenfalls für uns ist und statt gegen sind, obwohl so als ja immer doch relativ neutral gehalten werden sollte, so eine Berichterstattung, was ich sehr gut finde. Es gibt auch immer mehr CDU-Mitglieder, die auch über Twitter oder anderen Bereichen mittlerweile sich dagegen aussprechen, auch andere Parteien bzw. versuchen jetzt, sage ich jetzt mal, diese Aktion zu unterstützen, dass Artikel 13 spätestens in der Abstimmung noch verhindert wird. Einfach aus dem Grund, dadurch Frau Merkel jetzt ganz aktiv das Wort Filter benutzt. Und schon klingeln natürlich plötzlich die Alarmglocken bei vielen anderen Politikern. Der Druck unsererseits wird ja auch nicht weniger, merkt man im sozialen Medien oder auch halt mittlerweile in den richtigen Medien. Es ist sehr enttäuschend. Katharina Barley, unsere Justizministerin von der SPD, die hatte ja heute noch die Möglichkeit, das Ganze zu stutzen. Jedoch muss man leider mal so sagen, es ist ein Armutszeugnis der SPD. In den letzten Tagen haben sie sogar teilweise mit etwas Unterstützung gewonnen. Allein durch den Herrn Wölke, muss man sagen, der halt wirklich Top-Arbeit macht, ist das Ganze jetzt mittlerweile am Fallen, sag ich jetzt mal. Frau Barley hat nicht den Mut, einen Koalitionsvertrag darauf zu pochen, diesen durchzusetzen, was für mich persönlich das ist einfach nur ein armer Zeugnis. Ich weiß gar nicht, ob es so einen derartigen Koalitionsvertragsbruch überhaupt schon mal gab in der Vergangenheit. Also für mich persönlich, alles was jetzt kommen sollte, wäre komplette Mitglieder der SPD oder die momentanen Parteitag und sonst wo sitzen, sollten offiziell zurücktreten. Weil das geht gar nicht. Man kann sich doch nicht von der CDU so unterbuttern lassen, ja, dass man permanent übergangen wird, egal bei welchem Thema. Es geht einfach nicht mehr so weiter. Vor allem, dass diese Ignoranz bzw. provozierenden Posts der CDU über Twitter oder anderen Plattformen. Ich weiß nicht, ob man jetzt gezielt möchte, dass zum Beispiel, wenn es zu den nächsten Demonstrationen kommt, dass sowas vielleicht sogar dann eskaliert. Was ich persönlich nicht möchte, weil das wäre halt für keine Seite positiv, wenn es in Gewalt ausartet. Aber momentan tut die CDU tatsächlich durch ihre eigene Propaganda, ich rede ganz gerecht Propaganda, wir sind ja sowieso ein Mob und andere Sachen, die gewählt werden, aber damit haben sie sich auch ein kleines Eigentor geschossen, wodurch viele Medien das uns unterstützen mit dieser gegen Artikel 13. Es wird auch immer mehr public gemacht, wodurch halt auch teilweise Firmen oder auch größere plötzlich sagen, nope, hier halt, stopp, hier geht's nicht mehr weiter. Was sehr gut ist, wodurch man halt dann langfristig bis zu dieser letzten Abstimmung vielleicht sogar dann noch mehr Politiker unter Druck setzen kann, damit es ein Nein wird. Unabhängig, was rauskommt, es ist sehr wichtig, dass bei Demonstrationen am 23.03. jeder dein nimmt, der es kann. Bildet Fahrgemeinschaften, probiert vielleicht durch andere Möglichkeiten, dass er Gruppentickets, Überzug, andere Sachen, dass am 23.03. so viele wie möglich in Berlin sind. Und wenn es am Ende, keine Ahnung, 10.000, 20.000 nur sind, aber wie gesagt, wir müssen so viele wie möglich auf die Straßen bekommen, damit es nicht immer überhört wird. Und ich finde es halt auch sehr traurig, dass halt von der Politik eines nicht beachtet wird. Vor allem dieser Post, der
wurde ein Twitter-User jetzt gemacht. Blende ich euch auch gleich mal ein. Es ist einfach auch, wie soll ich sagen, das ist halt diese Infrastruktur, das ist ein Binnenmarkt für die digitale Welt, sag ich jetzt mal, der hiermit zerstört wird einfach. Ja, es wird halt immer nur auf Google, YouTube und Walkie diese einzelne Plattform abgewälzt. Dass es aber alles betrifft, will keiner im Wortlaut nennen, beziehungsweise, wie, es ist wirklich so, es gibt so viele YouTuber, die die 100.000 aufwärts haben, die halt wirklich Geld damit verdienen, für die ist es ihre Arbeit, ja. Ich persönlich mache es hier aus Hobby. Ich muss mich auch für jeden bedanken, der mich in den letzten Tagen abonniert hat. Für mich ist das wirklich wunderbar. Ja, also wenn ich mal irgendwann vielleicht mal 100 Abonnenten habe, da feiere ich, das ist für mich, es ist für mich Hobby. Ja, deswegen, ja, mein Mikro, das ist auch nicht das Beste. Und so. Das Hardware, wie gesagt, ich kann es mir halt momentan auch nicht anders leisten. Aber trotzdem, ich habe Spaß daran, meine Meinung kundzutun, Videos zu machen, ob die Qualität immer so top ist, das ist mir selber bewusst. Dafür lerne ich es halt einfach. Das alles wird halt genommen. Wenn es wirklich am Ende durchkommt. Ja? Und dieser Schaden, der wirtschaftlich entsteht, von YouTuber, die größer sind, die Steuern zahlen, und das sind nicht nur 3-4 Euro, das geht weit in die Tausender, die wegfallen, wenn diese das nicht mehr können. Oder unser Land verlassen und andere Sachen, ja, allgemein Europa. Darüber wird überhaupt nicht nachgedacht. Das ist, man muss mal sehen, Deutschland ist vom Netzausbau und vielen anderen Punkten in Europa, in der Welt, weit hinten dran. Da sind wir teilweise schon gar nicht mehr wirtschaftsfähig, ja. Und was macht man? Haut so eine Richtlinie und mit Gesetz dann am Ende raus, wo man uns noch mehr schädigt, damit wir noch mehr den Anschluss verlieren. Ich verstehe halt einfach nicht, warum unsere aktuelle Regierung, erstens, es ist ja nicht nur eine Partei, es sind ja mehrere, warum jede sich einerseits von der CDU Woche auf dem Kopf rumtanzen lässt und statt mal selber zu sagen, okay, wir stehen da und dafür ein, ja, auch dieses ganze Gequatsche mit AfD und andere Sachen, das ist doch mittlerweile, glaube ich, manchmal, dass da sogar ein Pakt oder eine Zusammenarbeit besteht, dass dadurch Unruhen entstehen, dass diese Sachen im Vordergrund stehen und somit können sie halt ihre Diäten erhöhen, das ist ja woher, jetzt haben sie dann ihre 10.000 erreicht, wunderbar. Aber darüber müssen wir ja nicht großartig berichten. Das kann man ja klang und heimlich machen. Super, top. Statt mal Geld zu erhöhen für Rentner und andere Sachen oder mal Geld in die Bildung zu stecken, wo wirklich Probleme sind. Es gibt in Deutschland Schulen, da denkst du wirklich, das Gebäude ist einsturzgefährdet. Die haben Stühle, Stücke oder sag ich mal, Materialien, die sie vor 20, 30 Jahren benutzt haben. Aber das interessiert die Politiker nicht. Es gibt so viele Sachen, Altenpflege und andere Dinge, wo wirklich hier angepackt werden wird. Aber das Volk wird ignoriert. Es werden Sachen wirklich in Koalitionsverträgen geschrieben, die am Ende nicht eingehalten werden, beziehungsweise, so war es ja bis jetzt immer, Zeit hat nicht gereicht, um es umzusetzen. Okay, manche Dinge vollkommen in Ordnung, okay. Aber, dass sowas wie jetzt, dass ein Koalitionsvertrag gebrochen wird, das ist wirklich das Allerletzte. Was ich euch jetzt auch mal einblende, das hat vorhin der Erik, also Kronk, gepostet. Bei ihm sind, sag ich mal, obwohl er hat ja wirklich für alles Lizenzen, also ich möchte auch gar nicht wissen, das, was er da wirklich bis jetzt schon finanziell ausgegeben hat, alles. Trotzdem werden bei ihm Videos gesperrt. Und es interessiert keinen, dass er die Lizenzen hat. Und das ist ja auch wieder der Punkt. Und jetzt stellt euch doch einfach wirklich mal vor, es kommt ein Upload-Filter, der schlimmer ist als die wir jetzt schon haben. Und die sorgen wirklich super eigentlich schon dafür, dass Urheberrecht und andere Sachen wirklich eingehalten werden. Ja? Und sind trotzdem fehlerhaft. Und Google oder die haben so viele Millionen da reingesteckt. Und ich glaube, die haben wirklich gute Leute, um sowas zu entwickeln. Wenn es nicht besser geht, geht es nicht besser. Das Einzige, was hier wirklich als Ziel gesetzt ist, ist eine Zensur. Und dass die großen Verleger und andere Sachen noch mehr gestärkt werden, damit diese mit dem Staat wirklich bestimmen können, was der Bürger, was nach draußen soll oder nicht. Man sieht's wirklich, dass viele Leute mittlerweile sowas wie Bild-Zeitung lesen, was es ist ein Lügenblatt. Das Einzige, wo ich, gebe ich zu Recht, was halt mal sie anschaubar ist, halt wirklich das diese Sportabteilung. Das ist sogar in Ordnung, da werden auch viele Sachen rausgehauen, was halt wirklich Wahrheit ist. Alles andere, Lügenpresse. Ja, es ist halt, ob es jetzt ein Fernsehprogramm ist, andere Sachen, warum wir Jugend oder andere Sachen, warum gucken wir denn Amazon Prime, Netflix oder allgemein im Internet? Weil es einfach wirklich, ich sag's mal so, Verblödungs-TV ist. Diese Sendung, die sie bringt,
das ist so unter das Schubladenniveau, das ist ja wirklich so, als ob die Bevölkerung dumm gehalten werden soll. Ich weiß nicht, was hier direkt angestrebt wird, beziehungsweise was hier momentan an irgendwie aufgedeckt wird, in welche, was hier gerade so abgeht. Was ich jedenfalls sagen kann, bei den nächsten Wahlen wählt nicht mehr diese Partei. CDU darf am besten, die müssen komplett verschwinden. Ja. Stimmt, wirklich Leute, wie gesagt, von der SPD, den Herrn Wölke, muss ich halt sagen, eigentlich müssten wirklich Herr Wölke, Julia Reda und noch ein paar andere, die wirklich Plan haben und Ahnung haben, eine neue Partei gründen. So blöd, wie es jetzt gerade klingt. Wo eine Partei, die wirklich komplett mit Leuten besetzt ist, die wissen, wie es ab, was halt wirklich Sache ist. Die für Erfolg kämpfen und nicht für ihre eigene Tasche. Das wäre die Zukunft. Ja, aber ja, was soll ich sagen? Also ich bin gerade momentan selber noch ein bisschen von der ganzen Sache auch geschockt. Wie man halt wirklich so mit dieser ganzen Sache umgehen kann, ja. Also, wie gesagt, die Bilder, die ich euch jetzt hier eingeblendet habe, auch, kein Moment, das kommt jetzt. So, das ist ja auch ein Politiker, der jetzt dort durch, Frau Merkel, hat dieses Wort Uploadfilter jetzt im Mund genommen hat, auch sagt, nüpp, ist er dem ja. Wie gesagt, der Herr Rainer Bütikofer, ich kann nur sagen, top Kommentar, weiter so. Solche Unterstützung brauchen wir für diese Aktion. Also Leute, wenn es Neues gibt, werde ich mich wieder melden. Ich hoffe, dass die Aufnahme diesmal etwas besser wird von der Qualität.